Hallo, ihr Weinkühner, mit recht herzlich willkommen auf meinem Roasting-Kanal und zum weiteren Roasting-Geschmackstest. Ihr wisst, um was es geht. Und zwar aus dem Penny mal wieder von Mike Mitchells die Pizza Pockets Burger Style im Doppelpack. Haben gekostet 1,99 Euro und sind zweimal 120 Gramm. Haben 273 Kalorien pro 100 Gramm. Kann man im Backofen machen oder in der Mikrowelle. Ich mache es im Backofen und gucke mal erstmal, wie es aussieht. Überhaupt so Pizza Pocket. Schon probiert? Schreibt in die Kommentare. Wie gesagt, sind zwei Stück drin. In dem Teil hier. What the fuck? So sieht's aus. Ein Karton ist noch dabei. Für was ein Karton? Weizenteig gefüllt mit Edamer. Schon wieder Edamer. Einer Tomatensauce, gekochtem Rindfleischzubereitung. Essiggurken und Röstzwiebeln vorgebacken. Das ist jetzt hier die Burger Style. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Es gibt zweierlei. Das ist Burger Style. Naja. In dem, im Backofen. Produkt auf der Folie. Jo. Ich mache das jetzt mal schnell in den Ofen und dann sehen wir uns nach einem kleinen Break-Wetter. In diesem Sinne, bleibt dran. So, Leute. Da bin ich wieder. Das Ding ist im Ofen fertig. Hol mal los. So sieht es jetzt aus. Es ist schon wieder so hart. Ich mag es nicht. Warum? Also, es gibt noch einen zweiten Pizza Pocket. Jetzt mal kurz abkühlen lassen. Und das ist dann mit Chili con Carne. Das werde ich dann aber mal in der Mikrowelle probieren, weil dieser Knusper-Knasper, I hate it. Wie gesagt, gefüllt mit Edamer, einer Tomatensauce, gekochter Rindfleischzubereitung, Essiggurken und Röstzwiebeln. Aber würde ich mal sagen, habt ihr die schon mal probiert? Schreibt doch mal in die Kommentare. Oh, Gürkli. Also vom Belag her, naja, viel Teig und sonst nichts. Mahlzeit. Ich weiß ja nicht, Herr. Ist halt viel Teig. Wenn man sieht, wie viel Hackfleisch da drin sein soll. Also ist ein Witz mit Lachzwang, oder? Ich meine für 1,99, aber das ist, man schmeckt vor allem halt Teig, 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 Teig. Und dann irgendein Gewürz. Wo aber dieser Teig, der Teiggeschmack übertüncht eigentlich alles. Man hat so eine leichte Würzung, aber dass jetzt da irgendwas im Burger-Style rausschmecke, ne. Selbst die Essiggurken schmecken noch nicht. Sie haben null Geschmack. Ne. Ich würde sagen, das ist Geld nicht wert. No, no.
Ich habe jetzt mal eins gemacht. Das langt auch. Kommen wir zur Punktevergabe. Machen wir es kurz und schmerzlos. Für die Mike Mitchells Pizza Pocket im Burger Style für 1,99. Von 10 möglichen Roasting-Geschmackspunkten bekommt das von mir. Für den angenehmen Preis von 1,99, der immer noch zu viel ist für so viel Teig, ein Trostpunkt, damit es hier nicht ganz leer ausgeht. Aber mehr ist wirklich nicht drin. Nee. Und wie gesagt, schreibt mir mal eure Erfahrungsberichte in die Kommentare, wenn ihr die probiert habt. Ansonsten macht euch selber was Leckeres zum Essen. Lasst euch nicht unterkriegen. Thank you an alle, die mich immer so toll begleiten auf meinem weiteren Weg hier. Und ansonsten sattelt die Hühner, wir reiten nach Texas. In diesem Sinne, schön mit den Finger die Rotz. Euer Rosti. Thank you and goodbye. Good night.